Hi zusammen, schön, dass ihr euch auf den Weg macht. Es kann direkt losgehen. Wisst ihr, was eine Legende ist? Eine Legende ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die ganz oft erzählt wurde und immer wieder erzählt wird. Eine Legende entsteht, weil ein Mensch andere Menschen ganz stark beeindruckt. Er oder sie macht Dinge, die die Menschen besonders toll finden. Manchmal auch besonders schlimm. St. Martin war ein Mann, der die Menschen faszinierte, weil er richtig viel Gutes getan hat. Es gibt viele Legenden von ihm. Ein bisschen davon ist immer wahr. Und manches haben die Leute dazu erfunden, weil sie die Geschichte immer wieder neu und spannend und passend erzählen wollten. Martin hat vor ungefähr 1700 Jahren gelebt. Das ist so lange her. Und doch kennen wir seine Geschichten bis heute. Eine erzähle ich euch jetzt. Martin wurde im heutigen Ungarn geboren und lebte dort als Kind mit seinen Eltern. Er war sehr gern bei seiner Mutter zu Hause und half ihr beim Kochen und Backen und er liebte es, ihren Geschichten zuzuhören und spielte mit seinen Holzfiguren in der Küche, während Mama für die Familie kochte. Natürlich spielte er auch gerne mit anderen Kindern. Ein paar davon nannten sich Christen. Martin war nicht getauft, denn seine Eltern waren keine Christen. Sie glaubten nicht an Jesus, denn Martins Vater war ein wichtiger römischer Soldat und glaubte an viele Götter der Römer. Und er war reich. Von den Christen wollte er nichts wissen, denn er diente ja dem Kaiser von Rom und das war ihm wichtig. Martin traf sich heimlich mit seinen Freunden. Er hörte ihren Geschichten zu. Mit großen Augen und klopfendem Herzen lauschte er den Geschichten von Jesus und seinen Erlebnissen. Martin wollte wie Jesus sein, hilfsbereit und freundlich, und er wollte teilen, nicht alles für sich behalten. Doch der Vater hatte andere Pläne, und als Martin alt genug war, musste auch er in den Dienst des Kaisers treten. Er verließ seine Heimat und bekam ein Pferd, groß, schön und kräftig. Er bekam einen Helm, glänzend und rund. Er bekam eine Rüstung, die echt, richtig schwer war. Außerdem bekam er einen Mantel, kuschelig warm und von sehr schönem, wertvollem Stoff, ganz angenehm zu tragen. Martin war nicht wie die anderen römischen Soldaten. Er ließ sich nicht bedienen, sondern er war für andere da. Seine Diener durften in seinem Bett schlafen und er selbst schlief auch mal auf dem Boden. Er half ihnen, die Pferde zu versorgen. Er mistete den Stall aus, teilte seine Mahlzeiten. Die anderen Soldaten fanden das komisch und lachten ihn oft aus. Und keiner von ihnen traute sich so recht, sein Freund zu sein, da sie Angst hatten, dann eben auch ausgelacht zu werden. Martin machte das nichts aus. Jeden Abend betete er bei einem kleinen Licht und dankte für sein gutes Leben. Er verdiente viel Geld und konnte viel Gutes damit tun, indem er armen Menschen etwas abgeben konnte. Eines Tages wurden die Soldaten in eine etwas weiter entfernte Stadt geschickt. Es war Winter und bitterkalt. Sogar die Erde war gefroren. Die Bäume standen stumm und leer auf dem Feld. Der Schnee knirschte unter den Schuhen und die Luft war so kalt, dass die Menschen dachten, Nadeln wären in der Luft und würden die Haut ritzen. Die Menschen in dieser Stadt wickelten sich warm ein, um sich vor der Kälte zu schützen. Sie liefen schnell, ohne nach links und rechts zu schauen. Sie mummten sich ein. Alle wollten einfach nur nach Haus, an eine Feuerstelle, um sich dort zu wärmen und eine warme Suppe zu löffeln. Keiner sah den armen Mann, der an der Mauer saß. Ein Mann ohne Kleidung, nur mit zerrissenen Lumpen bedeckt. Der Mann streckte seine kalten und klammen Hände nach den Menschen aus und mit leiser Stimme bat er um eine kleine Gabe. »Helft mir doch in meiner Not! Gebt mir doch ein kleines Stückchen Brot! Helft mir doch, ihr lieben Leut! Ich hoff, ich bekomme noch etwas heut!« Doch die Menschen gingen weiter. Seine Hände blieben leer. Seine Stimme wurde immer leiser. Sein Blick jedoch verlor die Hoffnung nicht. Da hörte er plötzlich Pferdegetrampel. Im Galopp kamen die Soldaten in die Stadt.
durchgefroren und voller Freude auf das warme Wirtshaus und die warme Suppe dort. Dazu ein warmes, weiches Bett. Keiner von ihnen sah den armen Mann. Sie ritten so schnell sie konnten an ihm vorbei. Die Pferdehufen sprangen knapp an dem Mann vorbei. Da kam aber noch einer. Martin. Sein Pferd kam langsamer im Schritt daher. Martin sah den armen Mann sofort. Oh, armer Mann, ich habe ja nichts bei mir, was ich dir geben kann. Hab mein ganzes Geld ausgegeben. Was, mein Lieber, kann ich dir jetzt geben? Martin schaute in seinen Brotbeutel, auch der war leer. Nicht mal ein kleines Stück Brot hab ich für dich in deiner Not. Martin überlegte, was kann ich dir geben? Ich bleib so lange bei dir. Da sah er auf seinen Mantel und auf das Schwert. Jetzt hab ich doch eine Idee. Ich geb dir meinen Mantel, damit du dich vor dem kalten Schnee schützen kannst. Nimm ihn und halt dich damit warm. Und Martin teilte seinen Mantel in zwei Teile und gab einen davon ab. Der Mann freute sich riesig, das sah man an seinen leuchtenden Augen. Mühsam erhob er sich. Jetzt endlich konnte er sich ein wenig wärmen und sich ein Plätzchen suchen, wo er schlafen konnte. Martin ritt zum Wirtshaus, versorgte sein Pferd und ging ins Bett. Doch in der Nacht begegnete ihm im Traum Jesus mit dem halben Mantel. Das, was du für den armen Mann getan hast, sagte Jesus, das hast du auch für mich getan. Am nächsten Tag ging Martin zum Kaiser und brachte ihm all seine Soldatensachen. Er wusste nun ganz sicher, dass er Jesus dienen wollte und nicht dem Kaiser. Bis heute denken wir am Martinstag daran, dass Martin wie ein Licht im Dunkeln die Menschen berührt und ihnen Liebe und Wärme geschenkt hat. Er ist für viele ein großes Vorbild. Für dich auch? Diese Frage kann euch ja noch bei dem Rundgang durch die dunkle Kirche begleiten. Viel Freude beim Bestaunen, Leuchten und Anschauen der Bilder hier in der Jakobikirche.